Jetzt sind beide, beide herstand. So. Also aktuell ist die Lage ein bisschen schwieriger mit den osteuropäischen Saisonarbeitern. Also wir brauchen dringend Rumäner. Wir haben uns jetzt auf, die, auf einen von den 40.000 versprochenen mit den Flügen. Aber es ist eine ganz schwierige Situation, weil die Flughafen, die in Deutschland angeflogen werden, die nähersten sind Nürnberg und Karlsruhe von uns in Schrumhausen aus. Und auch in Rumänien gibt es insgesamt nur 3 Flughäfen, die angeflogen werden. Und wir haben uns jetzt auf 4 Flüge beworben, aber aktuell wissen wir gar nicht, also wissen wir noch nicht, wie es ausschaut, weil die Flüge wären schon am Freitag oder am Samstag, aber leider werden die Flüge erst heute bzw. morgen Vormittag bearbeitet. Das heißt, wir kriegen erst morgen Bescheid, ob unsere Rumäner am Freitag oder Samstag einfliegen dürfen. Das ist für euch sowas wie ein Lottogewinn dann, oder? Also wenn unsere Rumäner kommen, dann ist das wortwörtlich wie ein Sechser im Lotto. Also bei uns im Hofladen, also wir haben ganz normal geöffnet, täglich von 9 bis 20 Uhr. Gerne auch auf Vorbestellung, telefonisch. Und wir achten auf den Mindestabstand von den 1,50 Meter. Dadurch, dass wenn einer, ein Kunde im Laden ist, muss bzw. darf der nächste Kunde nicht draußen warten. Aber es funktioniert ganz gut, auch auf die Wochenmärkte funktioniert super mit Mindestabstand. Und das Einzige, was wir jetzt merken mit den Gastronomen, ist ein bisschen schwieriger, weil uns halt einfach die Gastronomen fehlen. Auf welchen Wochenmärkten seid ihr jetzt? Also unsere Wochenmärkte sind donnerstags in Unterhaching, freitags in Vaterstetten, samstags sind wir in Grün, also München-Grünwald und in Lauingen.